Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eine Multiplayer Bot Lobby bzw. XP Lobby erstellen könnt, in der ihr Waffen leveln, Konto leveln und Tarnungen freispielen könnt. Und eine wichtige Info am Anfang: Wenn ihr Tarnungen freispielen wollt, dann muss der Host PlayStation Spieler sein, weil sonst setzen sich die Tarnungen zurück, nur die Waffenlevels speichern sich. Aber wenn der Host PlayStation Spieler ist, dann speichert sich alles. So. Spieler 1, Leute, geht auf Mehrspieler, auf Gegenbots und bleibt hier in diesem Fenster stehen. Jetzt muss Spieler 2 euch aus der Mehrspieler-Lobby einfach einen normalen Mehrspieler rein eine Einladung senden. Und wenn die erste Einladung da ist, Leute, geht ihr mit Dreieck auf die Einladung drauf, aber nimmt sie noch nicht an. So, Einladung Nummer 1 ist da, ich gehe mit Dreieck drauf. Jetzt sendet er noch eine Einladung. Wenn die Einladung da ist, nimmt ihr die erste an, also drückt auf X und spammt die ganze Zeit Dreieck. Leute, so dass ihr wieder dieses Einladungsfenster bekommt. So, genau. Wenn ihr dann wieder dieses Fenster habt, dann geht Spieler 2, euer Kumpel, mit der Party zusammen und wechselt nach Zombies. Wenn er dann bei Zombies ist, dann sagt ihr euch Bescheid, ey, ich bin bei Zombies und ihr geht da raus und geht dann hier auf Karte wechseln. Jetzt muss Spieler 2 auf Privatausbruch ein Spiel starten, die Party alleine verlassen und direkt wieder nachjoinen, Leute. Also er startet ein privates Ausbruchsspiel, verlässt die Party alleine und joint euch direkt wieder nach. Wenn er das gemacht hat, dann geht ihr bei Karte wechseln auf Golover drauf und wählt die Karte Golover aus. So, er ist da, Golover bestätigen. Dann geht ihr auf Team Deathmatch, Leute, und startet das Game. Danach geht ihr ganz schnell auf Sozial, Party verwalten und dann rechts auf Party verlassen. Wenn ihr das gemacht habt, dann wartet ihr nur noch, bis der Countdown abläuft, damit ihr ins Spiel joint. Das Coole an diesem Glitch ist, Leute, ihr habt 10 Minuten Zeit und könnt 100 Kills machen. Das ist halt eine ganz normale TDM-Lobby, wo ihr gegen euren Kumpel spielen tut. Also wie gesagt, damit ihr das nochmal wisst, wenn ihr Tarnungen erspielen wollt oder Visitenkarten erspielen wollt oder Herausforderungen machen wollt, dann muss der Host ein PlayStation-Spieler sein. Wenn zwei PC-Spieler spielen oder wenn der Host kein PlayStation-Spieler ist, dann speichern sich nur die Waffenlevel und alles andere setzt sich zurück, Leute. Ob es klappt, wenn der Host ein Xbox-Spieler ist, das weiß ich nicht, das konnte ich leider noch nicht testen. Das könnt ihr ja machen und falls es klappt, dann könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Wenn ihr dann im Spiel seid, dann spawnt ihr hier irgendwo außerhalb der Map. Ihr müsst euch dann ein-, zweimal selber töten. Ihr könnt euch mit der Granate in die Luft jagen. Ich habe jetzt gerade eine Semtex dabei, das reicht leider nicht, um mich zu töten. Dann könnt ihr aber auch so wie ich hier out of map gehen. Und wenn ihr dann sterben tut, dann spawnt ihr hier in der Mitte. So, jetzt muss der andere Spieler genau dasselbe machen. Entweder tötet er sich mit einer Granate oder läuft out of map. Manchmal kann es auch sein, dass ihr euch zweimal töten müsst, damit ihr hier spawnt. Aber wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann spawnt ihr so wie ich hier. Wenn ihr euch dann beide ein-, zweimal umgebracht habt und beide hier in der Mitte seid, dann könnt ihr euch töten. Ihr werdet immer entweder hier spawnen oder dort drüben spawnen. Ihr werdet das jetzt auch sehen, der Kollege bringt mich jetzt um. Ich war jetzt gerade hier und spawn jetzt hinter ihm. Also ihr spawnt nur auf dieser Linie hier, Leute. Am besten ist es, wenn ihr dann da hinter so die Mauer geht, wo mein Kollege jetzt hingeht, dann könnt ihr einfach geradeaus schießen. Entweder spawn ich direkt vor denen oder ein bisschen weiter vorne. Das war's dann mit dem Glitch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao.